FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. Spannender kann man einen Titel nicht gewinnen. Der FC Bayern holt also zum ersten Mal auch den europäischen Supercup nach einem dramatischen Spiel und dann Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea. Deshalb ist es auch sehr spät geworden. Um 13:30 ist die Mannschaft dann etwas müde, aber doch noch voller Adrenalin zum mitternächtlichen Bankett eingetroffen. Und jetzt lässt es sich einfach erstmal gut gehen. Wir haben etwas Wunderbares heute Abend erlebt. Wieder mal muss ich sagen, wir reisen ja praktisch von einer historischen Stätte zur nächsten. In London haben wir das Triple erlebt oder in Berlin dann eine Woche später. Jetzt haben wir etwas erlebt, was es auch in Deutschland noch nicht gab. Wusste ich auch nicht, dass noch keine deutsche Mannschaft den Supercup gewonnen hat. Ich darf dem Trainer, seinem Team, der Mannschaft dazu einen herzlichen Glückwunsch aussprechen. Bravo. Eine weitere herrliche Erkenntnis der Partie ist, der FC Bayern hat mindestens 5 Elfmeterschützen wieder in seinen Reihen und Manuel Neuer. Man weiß, man spielt gegen eine super Mannschaft. Chelsea, da hatten wir eigentlich noch eine Rechnung offen. Die haben zweimal geführt und wir sind immer wieder zurückgekommen. Und es war ein hartes Stück Arbeit heute, auch selbst ins Elfmeterschießen zu kommen für uns. Und wir haben aber auf dem Platz gemerkt, dass jeder von uns will und dass wir die bessere Mannschaft waren. Das steht, glaube ich, fest heute. Leider sind wir nicht selber mal in Führung gegangen, um das Ergebnis so dann über die Zeit zu bringen. Wir mussten immer hinterherlaufen und haben das aber trotzdem gut gemacht. Und zum Glück hat der Xavi dann in der 119. oder 118. Minute oder so oder 120. Minute das 2-2 geschossen, damit wir noch die Chance im Penalty schießen haben. Das ist super, diese erste Elfmeter hat gehabt Manuel Neuer, das ist super. Dante, wie fühlt er sich an, der Pokal, der vierte? Also, das ist wunderbar, also, wir freuen uns sehr, dass wir einen Pokal geholt haben und wir wollen einfach weitermachen und bis in die Saison noch ein paar holen. Noch ein paar dazu, das ist gut. Genieß es heute. Dankeschön.